Tagesmagazin. Und Musterknaben, nun entdecken Männer ihre Liebe zum Nähen und Stricken. Heute mit Martina Rupp. Selber nähen oder stricken, lohnt sich der Aufwand im Zeitalter der Billigstkleidung überhaupt noch? Offensichtlich doch. Denn kreativ sein, was Eigenes schaffen, sich von der Masse abheben und dabei noch Leute kennenlernen, liegt immer im Trend. Strickrunden und Nähkurse haben ihr verstaubtes Image abgelegt. Wer sich dort trifft, ist Netzwerker. Im wahrsten Sinne des Wortes, berichtet Onka Takatz. Auf die neue Handarbeitswelle aufgesprungen sind auch die Gebrüder Stitch. Zwei Ex-Werbeprofis, die auf maßgeschneiderte Jeans setzen. Luxusschneider wollen sie keine sein. Ihre Produkte haben trotzdem ihren Preis. Unter 200 Euro ist die Jeans mit dem perfekten Sitz nicht zu haben. Wenn jemand mal bei uns in der Werkstatt ist, dann spielt der Preis eigentlich keine so große Rolle mehr, weil dann sieht man, okay, da ist Handarbeit drinnen, da ist lokale Fertigung in Wien drinnen, da werden Stoffe aus Organic Cotton verwendet, dann leuchtet eigentlich jedem recht geschwind ein, Nona kann das nicht 40 oder 50 oder 60 Euro kosten, sondern kostet einfach mehr. Und wer sich einmal in der Königsklasse selber versuchen will, eine Jeans zu nähen, erfordert großes Know-how, der kann das hier auch gleich lernen. Sein eigener Modedesigner sein, in den sogenannten Stitching Sessions, den Nähworkshops, entstehen da ganz unkonventionelle Kreationen. Es geht um dieses Nicht-Konsumieren, in dem Sinn reingehen und kaufen, was eh schon, wo wir alle schon übersättigt sind, glaube ich, sondern diese alte Bezeichnung von Modeschöpfen. Ich kann mich selbst ausdrücken. Und das ist, denke ich, der Grund in dieser Do-it-yourself-Bewegung, die gerade en vogue ist. Ganz traditionell nähen lernt man natürlich auch in den Kursen der Volkshochschulen. Auch hierher verschlägt es immer mehr junge Näheleven.